Willkommen zurück zu Grey Matter, Freunde. Wir spionieren jetzt Samantha aus. Ich bin ge... Oh, Houdini! Was hat denn dein Frauchen wohl vor? Nicht wieder an den Ohren! Ja. Was für ein Brocken. Laura hätte ihn gemacht. Ich will auch wieder einen Hasen, Freunde. Hasis sind schon süß. Aber man kann halt nichts mit ihnen machen, außer streicheln. So das Gegenteil vom Hamster. Mit Hamstern kann man alles machen, außer streicheln. Hier ist nichts. Ich muss woanders suchen. Ich will nicht ihr Bett durchwühlen. Wahrscheinlich finde ich dort sowieso nichts Interessantes. Was macht denn er da? Ach, durchwühlen, okay. Aha. Helena Bogart? Was zur Hölle geht hier vor sich? Ganz offensichtlich gefälscht. Tja, Sam, jetzt bist du aufgeflogen. Was ist das? Jugendamt Virginia. Das sollte ich mir mal genauer ansehen. Jugendamt Virginia. Vielleicht können die mir ja etwas über diese Fremde sagen, die ich in mein Haus gelassen habe. Verwaltung 8th Street in Richmond, Samantha Everett. Aus Rom, Italien. Sehr geehrte Mrs. Everett, wir haben seit Mai nichts mehr von Ihnen gehört. Mit diesem Schreiben wollen wir Sie daran erinnern, dass Sie sich mindestens alle 6 Monate beim Sozialamt melden müssen, damit die monatliche Unterstützung in Höhe von 134 US-Dollar weiterhin gezahlt werden kann. Wieso US-Dollar, wenn sie in Rom lebt? Ach so, weil sie aus Virginia... Ah, okay. Ja, passt schon. Wir werden die Zahlung aussetzen, bis Sie wieder Kontakt zu uns aufgenommen haben. Beachten Sie bitte darüber hinaus, dass die finanzielle Unterstützung an Ihrem 21. Geburtstag automatisch ändert. Joanne Walsh, Leiterin der Zahlstelle des Sozialamtes. Morbide Literatur. Habe ich auch nicht anders erwartet. So, das war's. Aus Virginia. Käfig. Was für ein Brocken. Der ist aber auch süß, der Nur eine ganz normale Pflanze. Zweifellos ihre Eltern. Gut zu wissen, dass sie welche hatte. Ja, auf jeden Fall. Tja. Schon komisch, jetzt gegen Samantha eigentlich zu ermitteln. Gästezimmer. Ich lasse sie verschlossen. So, mit dem Schülerausweis müssen wir jetzt wahrscheinlich wieder zum Pförtner gehen und Sam verkürzen. Der Balkon zum hinteren Garten. Ich habe ihn nicht benutzt, seit Laura von uns gegangen ist. Laura hat vor dem Schlafengehen immer ihre Haare gebürstet. Ich weiß immer noch nicht, wieso. Laura hat es sich immer so gerne auf diesem Stuhl gemütlich gemacht und gelesen. Besonders in stürmischen Nächten. Voll ungemütlich auf so einem Holzstuhl. Lauras Kleid ist immer noch weg. Schon krass irgendwie, das Hochzeitskleid von der Frau verschwindet. Von der verstorbenen Frau. Keine Laura im Spiegel. Aber die verdammten Fenster sind im Spiegel von diesem Dekoturm. Deshalb können wir in den Spiegel schauen. Hallo. Deshalb können wir... Wartet mal, vielleicht kommt er selber drauf. Schaut mal, wie er gerade geguckt hat. Wenn wir ihn einfach mal lassen... Nee, ich glaube nicht.
Nee. So schlau ist er nicht, dass da ist. Dem spielt irgendwer ganz, ganz fiese Streiche, Freunde. Ich habe heute schon geduscht. Ich habe heute... Brauch kein Handtuch. Ich brauche... Laura hat immer gern gebadet. Ich kenne schon auswendig. Ich kann mir Laura in dieser Wanne bildhaft vorstellen. Nichts Neues hier. Das sind meine. Ich würde mal sagen, wir gehen lieber von Hand raus, denn... Denn... Vielleicht will uns die Mrs. Dalton noch was sagen oder die... Sam kommt heim, keine Ahnung. So, gehen wir mal von Hand raus sozusagen. Und jetzt können wir auf jeden Fall nach Edmund Hall zurück. Und wir zeigen doch gleich mal den gefälschten Ausweis. Es gibt nichts mehr mit ihm zu bereden. Okay. Vielleicht mit dem Detective? Pacer war der Leitende. Viel gab es nicht zu tun. Boah, jetzt wird's schwierig. Pacer war der Leitende. Viel. Tja, und jetzt? Tja, Freunde. Ich hol mir mal eben einen Tipp. Dread Hill, St. Edmund Speisesaal. Das heißt, der Schrecken im Speisesaal ist beendet. Das hatten wir auch. Angela kommt auf uns zu. Sie studiert nicht einmal hier. Sie spricht noch einmal mit Charles. Also spricht noch einmal mit Charles, das ist ein Befehl. Der an seinem Computer nachsieht, keine Miss Everett. Wir reden mit Miss Dalton. Wir nehmen das Telefon und den Brief des Jugendamts aus dem Rucksack. Genauso haben wir es gemacht. Wir sind einfach gut. In der Schublade des linken Nachttisches ist der Studentenausweis der falsche. Genau. Dread Hill hinunter ins Foyer. Nochmal das Telefon benutzen. Also wie soll man denn auf sowas kommen? Wenn man das einmal benutzt hat, dann ist das erledigt. Uns fehlen nämlich hier noch ein paar Prozent. Verdacht gegen Sam. Die bekommen wir jetzt, wenn wir das Telefon benutzen. Also total... Total merkwürdig. Sie sind verbunden mit dem Jugendamt Abteilung Pflegekinder. Was kann ich für Sie tun? Ich suche nach Informationen über eine junge Frau, die früher bei Pflegeeltern untergebracht war. Sie müsste jetzt um die 23 sein. Und wer sind Sie? Mein Name ist Dr. David Stiles, Universität von Oxford. Wir überprüfen hin und wieder die Angaben unserer Studenten. Der Name der jungen Frau lautet Samantha Everett. In Ordnung. Einen Moment bitte. Ich habe Ihre Akte gefunden und kann Ihnen den Bericht über die letzte psychiatrische Untersuchung vorlesen. Der Tod von Samanthas Eltern bei einem Autounfall ereignete sich in einem kritischen Alter. Sam, damals 7 Jahre alt, weigerte sich, die Situation zu akzeptieren. Als sie vom Tod ihrer Eltern erfuhr, setzte sie sich in die Garage, um dort auf die Verstorbenen zu warten. Sie war so stur, dass der Polizist, der sie holen sollte, ihr den Finger gebrochen hat, als er sie hochheben wollte. Sie hatte übrigens immer überdurchschnittlich gute Schulnoten. Aber Sie sind wahrscheinlich selbst im Besitz dieser Unterlagen. Kann ich sonst noch irgendetwas für Sie tun? Ja, allerdings. Geben Sie nie wieder Informationen dieser Art am Telefon an einen Fremden weiter. Was haben Sie sich nur dabei gedacht? Das sind streng vertrauliche medizinische Angaben. Aber Sie haben doch gesagt... Da hätte jeder anrufen können. Vollidiot. Verdammt nochmal. Was? Der Typ ist so ein Arsch, ne? Was zum Henker? Verdacht gegen Samantha 100%. Was ist denn noch im Labor? Und wo ist sie jetzt? Woher? Woher? Woher könnte Stiles das wissen? Die Tagebücher sind so unnötig wie ein Kropf.
Wo ist sie jetzt? Woher will Styles das wissen? Wo ist sie jetzt? Wir können nicht in die Innenstadt, wir können nur nach St. Edmund Hall. Wartet mal. Es verleitet schon immer, wenn man die Lösung offen hat. Es verleitet schon immer. Computer, die Sitzung. Nach 30 Sekunden. Angelas Gehirn. Sie muss eingeschlafen sein. Doch David kann den Bereich des Gehirns nicht genau bestimmen. Es ist das gleiche Ergebnis. Das haben wir gemacht. An der Buchstabenrolle ist jetzt Impost. David schließt auf Impossible. Im Computer auf eigene Daten die Kraft des Gehirns ausdrucken. Hä? Oh! Weiß irgendjemand, wo Samantha steckt? Nein. Wir haben auch schon nach ihr gesucht. Dr. Styles, was da im Speisesaal passiert ist, hat doch nichts mit uns zu tun, oder? Ich weiß es nicht. Hören Sie, weiß eigentlich irgendjemand von Ihnen irgendwas über Samantha? Ich habe es Ihnen bereits gesagt, Dr. Styles. Sie ist keine Studentin. Ja, aber das kann doch gar nicht stimmen. Warum sollte sie uns alle anlügen? Weil sie ganz schön gerissen ist. Sie ist so hinterhältig, dass sie eigentlich nur für das Jurastudium in Frage kommt. Aber würde sie Jura studieren, wüsste ich's ja wohl. Hat irgendjemand von Ihnen Informationen über Sam? Zum Beispiel, wo sie herkommt? Kannte jemand von Ihnen Samantha vor dem Experiment? Nein, aber wir kannten uns ja auch nicht. Und trotzdem heißt das noch lange nicht, dass wir hier nicht studieren. Sie hat meinen Studentenausweis geklaut. Ich werde dieses Miststück umbringen. Versteht ihr denn nicht? Sam ist vielleicht gefährlich, wenn sie uns in dieser Sache angelogen hat. Wer weiß, zu was sie sonst noch fähig ist. Und diese Sache mit der Zauberei. Also ich find's nicht gerade richtig, dass sie Leute austrickst, die nicht mal wissen, dass sie eine Zauberin ist. Was? Sam ist eine Zauberin? Also eine Zauberkünstlerin? Mit Karten und Kaninchen. Ja, und sie ist ziemlich gut. Sie hängt oft im Black Wand rum, dem Zauberladen in der St. Aldate Street. Gut, hören Sie. Reden Sie mit niemandem über das Experiment. Zumindest so lange nicht, bis ich mich wieder bei Ihnen gemeldet habe. Ich muss los. Sehr gut. Hallo? Hier spricht Rose Hall vom Jugendamt Virginia. Sind Sie Dr. David Styles? Ja, aber ich habe schon mit jemandem bei Ihnen gesprochen. Ja, das war meine Assistentin und Sie haben dafür gesorgt, dass sie in Tränen ausgebrochen ist. Hören Sie, ich bin schon seit 10 Jahren für Sam zuständig. Was auch immer dieser Mistkerl von einem Psychiater geschrieben haben mag. Sie ist auf keinen Fall ein schlechtes Kind. Sie hat innerhalb von 5 Jahren bei 5 verschiedenen Familien gelebt. Und ja, das hat natürlich Spuren hinterlassen. Aber sie ist sehr intelligent und außergewöhnlich begabt. Ich wollte sie dazu bringen, zu studieren. Aber sie hatte andere Pläne. Mittlerweile habe ich von ihr Postkarten aus der ganzen Welt erhalten. Es gehört ganz schön viel Mut dazu, auf eigene Faust die Welt zu erkunden. Steckt Sam in irgendwelchen Schwierigkeiten? Ich befürchte, ja. Können Sie mir etwas darüber sagen? Nicht, bis ich alle Fakten kenne. Aber trotzdem danke für Ihren Anruf. Eine Frage hätte ich noch. Ist Sam eine Zauberkünstlerin? Oh ja, und was für eine. Ich gehe fest davon aus, dass Sam eines Tages im Rampenlicht stehen wird. Oder besser gesagt Lady Byron. Das ist ihr Künstlername. Ich verstehe. Sie haben mir sehr geholfen. Danke, Mrs. Hall. Okay. Dann sind wir doch schon weiter. Das ist sehr gut. Was wollte ich jetzt? Ich hab's vergessen. Ah, jetzt weiß ich's wieder. Zentrum. Okay, wir können jetzt zu Mephistopheles mit dem Herrn Styles. Das eine gute Idee ist, denn immerhin war es ja vielleicht Mephistopheles. Der Wachhund ist weg. Brazenose. Das Brazenose College. Ich hatte mal einen guten Freund, der hier unterrichtet hat. Okay. Roter Laden? Achso. Nur einer von vielen Läden hier. Dann schauen wir nochmal ins Black Wand.
Schon wieder ein roter Laden. Ostern. Da ist ein Laden, der Samantha heißt. Der Name des Ladens ist mir nie aufgefallen. Komisch. Mir auch nicht. Komisch. Lady Byron. Lady Byron. Sondervorstellung heute Abend, Daedalus Club, London. Jetzt weiß ich ja, wo ich Miss Everett finde. Pech für sie. Gleich ein Poster. Okay, wir können gar nicht zu Mephistopheles. Oder? Ah, ich glaube doch. Geschlossen. Seltsam. Sonst schaut er immer auf. Tja. Einige der Straßen sind nur für Fußgänger. Wenn es nach mir ginge, könnten sie alle Autos verbieten. Tja. Wir haben im Keller was vergessen, Freunde. Ach so, das war, glaube ich, wo ist sie jetzt, oder? Ja, genau, 8%. Sehr gut. Oder 38%, aber 8 von 21. Wo ist sie jetzt? Okay. Machen Fortschritte. Im Keller haben wir was vergessen. Ich habe mir den Computer nicht richtig angeschaut. Können wir jetzt nach London? Also man merkt schon, dass irgendwie Bewegung ins Spiel kommt, ne? Seltsam. Mehr kann ich... Mehr... Irgendwie müssen wir hier was ausdrucken können, diese roten Bilder. Da habe ich irgendwas übersehen. Vielleicht gibt es einen Speichern-Knopf oder sowas. Lasst uns mal nochmal schauen. Ich kann den Computer irgendwie nicht so richtig benutzen. Ah, jetzt. So, Sitzung 4 nehmen wir mal. Das waren 25. Oder auch nicht. 26. 27. 28. 29. Da ist schon wie... 30. Da. Da ist schon... Da. Ich bin mir nicht sicher, welcher Teil des Gehirns... Wieso kannst du das nicht drucken oder so? Anomalie. Ich bin... Ich... Angela. Da. Immer um 30, ne? Da ist schon... Da ist... Da. Ich... Ich. Schauen wir hier um 30. Hier ist es nicht um 30. 45 war es da, glaube ich. Oder auch nicht. Was? Was? Da ist bei Angela nichts Seltsames. Was? Was ist das?
Wie drucken wir das? So, wie ich es erwartet hatte. Ich muss noch mal kurz nachschauen, Freunde. Ich kapier's nicht. Rufe noch einmal die richtige Zeit bei der dritten oder vierten Sitzung und dann Angelas Gehirn auf. Wende den Ausdruck darauf an. Was für ein Ausdruck? Ach so. Okay, jetzt habe ich es kapiert. Dr. Stiles weiß ja selber nicht, welcher Teil vom Gehirn das ist. Wir müssen nicht das da ausdrucken, sondern so ein Gehirnmuster. Schauen wir mal, ob wir da eins finden. Ein brauchbares. Schon 14:45, jetzt wird es dann Zeit für Kaffee. Passt doch von der Zeit ganz gut. Wir nehmen nämlich schon wieder 21 Minuten auf. Ich nehme es mit rüber. Oh Mann. Da muss man erstmal drauf kommen, echt. Wo ist der Drucker? Hat es das der Scanner ausgedruckt? Ah ja, natürlich. Natürlich haben wir das direkt im Inventar. Tja. So, und jetzt brauchen wir nochmal das Bild von Angela. Da. Das könnte mir beim Bild des... Ich bin mir nicht sicher, welcher Teil des Gehirns das ist. Zu niedrig für die Sehrinde und zu weit... Angela hatte direkt vor der Störung eine Aktivität in ihrer Massa Intermedia. Das ist merkwürdig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch weiß, welche Funktion dieser Bereich hat. Oder ob er überhaupt irgendeine Funktion hat. Jetzt ist klar, was wir jetzt tun müssen. Im Moment wüsste ich nicht, was ich nachschlagen soll. Wie wär's mit Massa Intermedia? Das brauche ich nicht mehr. Wieso kann er das jetzt nicht nachschlagen? Im Moment wüsste ich nicht. Müssen wir vielleicht jetzt den Typi anrufen? Den Psychologen? Vielleicht weiß der ja, was das ist. Das würde zumindest Sinn machen. Klingt gut. Verdammt, Samantha geht nicht ran. Solltest eigentlich den Psychologen anrufen, du Nase. Tja, Freunde. Dread Hill ist jetzt weiß. Vielleicht kann man im Saloon irgendwo ein Buch finden, wo er das nachschlagen kann. Diplome, Sprechzimmer, Schachtel mit Fotos, Geldbeutel. Hier ist gar nichts. So richtig gar nichts. Na nun? Das ist mein altes Sprechzimmer. Okay. Ich hätte jetzt den Psychologen angerufen. An seiner Stelle. Der weiß bestimmt, was mit der Massa Intermedia gemacht wird. David, kann ich... Nein, ich... brauche die Pinnwand. Simons Visitenkarte mit... So. Und jetzt rufst du den bitte mal an. Oder schlägst du deinem Lexikon nach. Ist mir egal, wie rum. Intermedia. Im Labor fertig. Nee, oder? Das war alles? Ist das euer Ernst? Wo ist sie jetzt? Wir wissen doch, wo sie ist.
seltsam. Wo ist sie jetzt? In London. Sekunde. Ich möchte halt auch einfach weiterkommen. So, auf den Rasen. An der Black Wand das Poster. Echt jetzt? Wie soll man da drauf kommen? Passt auf, St. Edmund Hall. Aus irgendeinem Grund. Ich sag's erst, wenn wir so weit sind. Wieder in den Speisesaal. Aus irgendeinem Grund kennt hier jemand den Daedalus Club. Pacer war der leitende Inspektor. Viel gab es nicht zu. Hä? Bin ich jetzt. Wir waren am Black Wand. Wo ist sie jetzt? Passt auf, Black Wand, im Schaufenster entdecken wir das Poster mit der Ankündigung. David ruft bei der Auskunft an, um die Adresse des Clubs in Erfahrung zu. Der ruft aber nicht bei der Auskunft an. Der ruft nirgendwo an. Der versucht immer nur Sam zu erreichen. Was? Bin ich jetzt vollkommen behämmert? Freddy, ich hab's. Müssen wir die Telefonzelle benutzen? Nö, müssen wir nicht. Ich kapier's nicht. Wir rufen an. Okay, passt auf. Vielleicht müssen wir dazu das Poster nochmal anschauen. Weil das Poster sagt ja alles aus. Wir müssen nur noch wissen, wo der Daedalus Club ist. Ich kapier das nicht. Poster. Wir müssen es zweimal anklicken, nicht nur einmal. Okay. Das erklärt einiges. Die Auskunft, was kann ich für Sie tun? Ich brauche die Adresse des Daedalus Clubs in London. Tut mir schrecklich leid, aber ich finde dazu keinen Eintrag. Danke. Okay, und aus irgendeinem Grund kennt der Detective den Club. Clubs in London können so lächerlich geheimnistuerisch sein. Ich brauche jemanden, der an eine Privatadresse rankommt. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wen ich fragen muss. Tja, jetzt haben wir's. Also es ist teilweise schon ausgeklügelt, nenne ich's mal. Weil da hätte man jetzt wirklich auch drauf kommen können. Alles, was ich vergessen habe, war dieses blöde Plakat abzureißen. Na gut. Jetzt haben wir es ja geschafft. Nicht mehr drüber ärgern, sondern freuen, dass wir weiter sind. Na? Detective? Detective? Ja? Ich brauche ein paar Informationen. Haben Sie schon mal von einer Einrichtung namens Daedalus Club gehört? In London? Warum? Ich brauche die Adresse. Es ist sehr wichtig. Und warum rufen Sie nicht einfach die verdammte Auskunft an? Die verdammte Auskunft habe ich bereits angerufen. Sie haben die Adresse nicht. Ich dachte mir, vielleicht hat die Polizei schon mal davon gehört. Ein Moment. Ich komme hier mit dem Fall ja eh nicht weiter. Sie hatten recht. Steht nicht im Telefonbuch. Muss so etwas wie eine geschlossene Gesellschaft sein. Hier haben Sie die Adresse. Vielen Dank. Wow, Freunde. Sie melden sich, falls Sie irgendetwas erfahren, ja? Selbstverständlich. Wir kommen jetzt echt in den Daedalus Club, wa? Tatsächlich. Daedalus Club ist grau. Jetzt bin ich gespannt. Oh, wow. Freunde, hier geht's in der nächsten Aufnahme weiter. Ich brauche ein kleines Päuschen. Ja, würde ich sagen, bis später. Und genau, Coffee Dining Room. Wir tun einfach so, als würde ich da drin sitzen und gerade Kaffee trinken.